Hallo und schön, dass du meinen Kanal hineinschaust. Heute habe ich einmal so eine kleine Herzensangelegenheit für euch. Und zwar mein Krippchen mit dem Weihnachtsbaum. Und was ist daran so besonders? Das ist der Weihnachtsbaum. Den habe ich schon 2 Wochen vor Weihnachten aufgestellt. Und jetzt steht er schon insgesamt 6 Wochen. Weil der nämlich von letztem Jahr ist oder von letzten Weihnachten, so gesagt. Und das ist so eine tolle Qualität. Das ist eine Nordmanntanne und die ist seidenweich und es fällt nicht eine Nadel ab. Obwohl es hieß, wahrscheinlich die Weihnachtsbäume dieses Jahr nadeln so sehr, weil der Sommer so extrem heiß war und sie haben wenig Wasser ziehen können. Und ich möchte auch ganz gern mal ein bisschen Werbung machen. Unbezahlte Werbung. Ich kriege dafür nichts, aber es liegt mir halt am Herzen. Weil das ist so ein toller Weihnachtsbaum. Immer so eine ganz tolle Attraktion, wenn wir nämlich zum Waldbauern gehen, die ihr eigenen Wald haben, die die Weihnachtsbäume anpflanzen. Und dann schneiden wir, meine Kinder immer ganz begeistert, das zeige ich dann im Anschluss an das Video, dann schneiden wir selber den Weihnachtsbaum, sägen ihn ab, suchen ihn erstmal raus und dann haben wir so einen frischen Weihnachtsbaum und wie gesagt, so viele Wochen steht der nadelt nicht und der hat auch gerade mal 20 Euro gekostet. Und wo kaufe ich den? Wo haben wir das tolle Event? In Dammersbach, in Hessen. Und vielleicht wäre das auch eine Idee für dich und deine Kinder. Da gibt es dann jeden Samstag, jeden Adventssamstag gibt es dann auch Bratwürstchen und Crepe, Waffeln, solche Sachen. Das sind Buden, wunderschön im Wald gelegen. Und das wollte ich gern mal, weil es mir, wie gesagt, eine Herzensangelegenheit ist, euch sagen und zeigen. Und dann wünsche ich euch eine wundervolle Zeit, eine tolle Adventszeit, Weihnachtszeit und viel Spaß mit dem eigenen Weihnachtsbaum. Tschüss, sage ich erstmal hier an der Stelle und jetzt zeige ich auch mal, wie wir den Weihnachtsbaum geholt haben und wie schön das war als Erlebnis. Chicken! Du musst ihn mal festhalten, Lilly. Es geht nicht. Ist doch gleich, oder? Ist ja abgelacht. Auto Leon. Hier kommen ganz viele mit der Motorsäge. Ja, das schon. Ja, die kaufen schon auch 2, 3 Bäume dann gleich. Ja, Lilly, wolltest du nicht auch mal? Thank you.
Zimmer. Hat der so einen dicken Ast? Also Stamm? Nee, das wird nicht mal nicht schön. Ja. Was heißt nicht schön? Juhu! Das ist ja nicht schlimm. Was ist den schönsten Ast da gemacht? Mama, guck mal, das ging ja. Ich wäre auch gar nicht gegangen. Ich kam ja nicht hier hin. Ja. So, nun habt ihr gesehen, was das doch für ein tolles Erlebnis ist mit und für Kinder auch, den eigenen Weihnachtsbaum bei unseren Bauern zu holen, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen, die wir wirklich viel Energie und Arbeit hineinstecken. Und deswegen wollte ich einfach mal dieses Video machen, um zu zeigen, auch so ein Weihnachtsbaum holen kann ein Familienfest sein, kann auch mit Freunden ein tolles Event sein. Es kommen immer Gruppen, die Bäume kaufen, ganz viele Jugendliche zusammen. Jeder hat seine eigene Säge dabei. Familien, ob klein oder groß, Oma, Opa dabei. Das ist so ein richtig toller Tag. Und vor allen Dingen, wie gesagt, mir ist es wichtig, unterstützt unsere eigenen Bauern, die vor Ort ihre Arbeit leisten, die Bäume pflanzen, hegen und pflegen. Und das ist mir ein Herzensangelegenheit. Und deshalb dieses Video. So, und jetzt wünsche ich dir, der Familie, den Freunden, deinen Lieben eine wundervolle Adventszeit, tolle Weihnachten, alles Liebe und tschüss.